Geschäfte, die einem großen Ärger einbringen können. Meinst du, du könntest mir helfen, Zugang zu bekommen? Ach, so kenne ich meinen Basim. Immer voller Geheimnisse. Aber sei nicht töricht, ja? El-Kach ist viel gefährlicher als damals. Und die Auktion ist sehr exklusiv. Man kommt nicht so leicht rein. Ich kann dir helfen, kleiner Fink. Doch sicher jemanden, bitte, dem seine Einladung verloren geht. Da, siehst du? Versperrt. Die Wachen halten alles auf, das über die Straße oder den Fluss kommt. Anscheinend erhalten sie Befehle von jemandem ganz oben. Neuerdings lassen sie sich nicht einmal mehr bestechen. Sie müssen irgendetwas suchen. Einen Gegenstand oder... Irgendein Unfug. Ich weiß nicht was. Aber sie machen mein Geschäft kaputt. Das weiß ich. Momentan verkaufe ich nur Aufgüsse. Soweit ich weiß, bewahren sie die Sachen irgendwo im Osten, im bewachten Lager des Hafenmeisters auf. Lass mich raten. Du willst, dass ich deine Waren da raushole, damit du mir Zugang zu... Der Teil, der von den Steuern der Bürger bezahlt wird. Bannern geschmückt und einige Kräne gibt es auch. Meine Waren im Austausch gegen Zugang zur Auktion. Sind wir im Geschäft? Wir sind im Geschäft. Hey du! Ja, ich könnte... Freund, ich habe hier etwas, das dich interessieren könnte. Komm näher. Was kann ich für dich tun? Mir geht es darum, was ich für dich tun kann. Hat Kong dich gebeten, in ein Lager zu gehen? Sag mir einfach, was du sagen willst. Dieser Kong, umtriebig wie immer. Nun, heute ist sein Glückstag, denn zufällig weiß ich, wo es ist. Ich brauche nur eine kleine Gegenleistung. Sag mir, davon. Was du weißt. Folge der Straße und nimm die Brücke auf der rechten Seite. Am anderen Ufer siehst du das Lager zu deiner Linken. Das sollte ich finden. Danke. Der Hafenmeister. Für dich gibt's hier nicht. Na, jetzt nicht mehr. Hast du recht. Es ist im Osten jenseits einer Brücke eines Flusses. Da hinten. Über dem Fluss, Brücke, linke Seite. Bin falsch die Straße gelaufen. Handlungsstufe 1. Verbrecherischer Hund! Du bekommst deine Strafe! Wache! Handlungsfoto. Ich falle besser nicht auf. Und zack, wieder unten. So. Ja. Lager beschlammter Waren. Viele Klettermöglichkeiten. Das Lager, von dem Kong sprach. Ich muss mehr über diesen Hafenmeister herausfinden. Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt.
was da ist. Meine Güte. Diese Teeblätter aus dem Osten sind mehr wert, als ich... Was haben wir hier? Diese Waren dürfen nicht freigegeben werden, bis sie gründlich geprüft wurden. Seide von Santos geschmeidigten Seidenstoffen, Statue eines dreiköpfigen Hundes von Kinakos Porzellanwaren, Oolong mit weißem Pfirsich aus Kongs Teeparade. Diese Waren können freigegeben werden, wenn der jeweilige Wache dieser Zettel gezeigt wird. Eine Liste beschlagnahmter Waren. Die meisten stammen von außerhalb Bagdads. Da sind Kongs Sachen. Vasen und seine kostbaren Teeblätter. Das sollte genau das sein, was Kong braucht. Bin ich direkt auf der Straße. Judah, halt an! Genau das sein, geht doch nicht auf die Straße. Informationen. Über das ganze Gebiet verteilt. Da hinten, da befindet sich noch was. Drinne. Alles, was nicht aus Bagdad kommt. Ach, wenn ich meinen Kopf behalten will, muss ich die wohl alle prüfen. So. Anweisung vom Hafenmeister. Es soll im Hafen eine Blockade errichtet werden. Beschlagnahmt jeweilige fremdländische Artefakte und halte die Augen nach einem Haarnadel aus Asin offen. Keine Fehler. Ich weiß, wo ihr alle lebt. Ich kenne eure Familien. Tut wie euch befohlen. Stellt keine Fragen. Javid. Ist Javid der Hafenmeister, der vom Orden? Anweisungen, jedwede ausländischen Waren nach einem Artefakt zu durchsuchen. Genauer gesagt einer alten chinesischen Haarnadel. All das beginnt am Hafen. Genauso wie das an einem Hafen bei den Steuern bezahlt wird. Alles führt dahin. Das ist der letzte Hinweis. Ein geharnischter Brief an den Hafenmeister. Ihm ist eine Haarnadel durch die Finger gerutscht und jemand ist gar nicht erfreut darüber. Der Brief trägt einen Duft und ein bekanntes Zeichen. Kululu. Sieht aus, als gehörte der Hafenmeister zum Orden. Der Hafenmeister hat diese Sperre für ausländische Waren eingerichtet. Insbesondere für alte Artefakte aus dem Osten. Hier gibt es nichts weiter. Der Hafenmeister wartet. Der Hafenmeister ist der Schlüssel. Aber ebenso nur ein Kontaktmann.